Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Viele Kinder fragen, Mama, was ist an Ostern überhaupt passiert? Nun müssen wir antworten, warum wir Ostern überhaupt feiern. Und wir sagen den Kindern, an Ostern kommt der Osterhase und der bringt die bunten Eier und Osterhasen aus Schokolade, die er in unserem Garten versteckt und die ihr suchen müsst. Manchmal bringt er aber auch kleine Geschenke. Das ist im Allgemeinen die Antwort auf die Frage der Kleinen. Aber wir beginnen heute mal anders. Für die Christen ist Ostern das größte Fest im Kirchenjahr. Denn Christus ist von den Toten auferstanden. Eigentlich feiert man das Osterfest an einem Tag. Stattdessen feiern wir es in vielen Feiertagen. Höhepunkte dieser Festtage sind die heiligen drei Tage. Sie beginnen am Gründonnerstag, dem letzten Abendmahl Christus mit seinen Jüngern. Der darauffolgende Tag ist der Karfreitag, wo Christus gekreuzigt wird. All seine Freunde beklagten seinen Tod und waren in tiefer Trauer. Doch in der Nacht zum Ostersonntag kommt die Kunde, dass Christus nicht mehr in seinem Grab liegt, wo man ihn gebettet hatte. Gott, sein Vater, hat ihn von den Toten auferweckt und seinen Sohn zu sich geholt. An diese Botschaft und Ereignisse erinnern wir uns an Ostern. So stellt sich nun die Frage, was hat der Osterhase mit Ostern zu tun? Nun, Ostern hat etwas mit Liebe zu und Leben zu tun. Mit neuem Leben. Ostern ist im Frühjahr, genau in der Jahreszeit, wo neues Leben in der Natur erwacht. Mit dem Sprießen der Knospen und mit leuchtenden Blüten. Und Leben beginnt mit den Tieren, das Brüten der Vögel und über die Felder hoppeln die Hasen. Ein Wahrzeichen für das Osterfest. Genauso ist es mit den Ostereiern. Dann, wenn die Küken im Frühjahr aus den Eiern schlüpfen, erinnern wir uns, dass einst Jesus Christus aus den Mauern seines Grabes von den Toten auferstanden ist. Ein Zeichen für das ewige Leben. Nun wollen wir unsere Osterkerze anzünden im Gedenken an die Kreuzigung und der Auferstehung Jesus Christus, Gottes Sohn. Wir wollen uns freuen, dass der Geist Jesus Christus bei und unter uns ist. Amen.